Ja, meine erstmal eine Frage an euch. Wer hat sich schon mal so, ich sage mal, jenseits einer Martenstein-Kolumne mit dem Thema Inklusion beschäftigt? Okay. Ich muss nämlich dazu sagen, dass ich kein Experte bin, sondern Betroffener. Das macht einen kleinen Unterschied auch auf den Blickwinkel, den ich auf das ganze Thema habe. Und ich versuche einerseits mal zu erklären, was Inklusion ist, andererseits auch, wo sie gerade in der Gesellschaft steht. Dass ich hier ein Bild vom Kölner Dom als Titelbild gewählt habe, das hat tatsächlich nichts mit damit zu tun, dass ich jetzt plötzlich doch wieder religiös geworden sei oder so, sondern dieses Bild ist eine Metapher für das Grunddilemma der Inklusion, nämlich etwas polemisch gesagt, diese Türme da, die können wir leider nie rollstuhlgerecht ausbauen. Da kann man dann schon sehen, Inklusion als Utopie, als etwas, das nicht immer vollständig erreicht werden kann, aber eine Sache, die man anstreben kann. Wie es da genauer aussieht, da kommen wir zu gleich. Es gibt drei so schöne Wörter, die wir häufig benutzen. Eines ist Integration. Und wenn wir Integration sagen, verlängern wir im Geiste fast immer in Richtung Migranten. Und wenn irgendwo von Integrationspolitik die Rede ist, denken wir eigentlich fast immer nur an Migranten. Es gibt das zweite schöne Wort, das ist die Inklusion. Und wenn wir an Inklusion denken, denken wir im Geiste eigentlich immer an Behinderte. In der Regel im pädagogischen Rahmen, es geht um inklusive Beschulung. Und sobald jemand dieses Wort fallen lässt, geht ist sozusagen der Kontext immer gleich Pädagogik. Dabei sind diese Begriffe viel weiter gefasst. Es gibt dann noch einen dritten Begriff, nämlich den der Assimilation. Den assoziieren wir mit den Borg, was wir so nicht tun sollten. Versuchen wir doch mal eine Definition. Ich habe das jetzt mal ganz frech aus der Wikipedia abgeschrieben. Die Forderung nach sozialer Inklusion ist dann verwirklicht, wenn jeder Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, im vollen Umfang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen. Das heißt, im Grunde genommen ist Inklusion die Abwesenheit jeglicher Diskriminierung. Es gibt dann zwei Ansätze, Inklusion zu definieren. Das eine ist der systemtheoretische Ansatz, wo man einfach nur sagt, das ist das Gegenwort zu Exklusion, zum Ausschließen von Menschen, anhand welcher Kriterien auch immer. Es wird allerdings in der Soziologie heute in der Regel weitergefasst als eine Beschreibung von sozialer Ungleichheit. Das heißt, wenn wir von Inklusion reden, versuchen wir soziale Ungleichheit, wo es nur geht, abzubauen, damit alle Menschen möglichst teilhaben können. Das Problem ist, wenn wir sagen, Inklusion ist das Gegenteil von Exklusion, müssen wir uns mal ganz ehrlich zugestehen, dass Exklusion etwas ist, das wir im Alltag sehr häufig leben. Da komme ich auch noch mal drauf. Und das ist auch legitim, weil ihr entscheidet ja, wen ihr zu eurer Geburtstagsparty einladen möchtet oder wen ihr auf Twitter blockt oder nicht blockt. Das heißt, ihr exkludiert Menschen. Und das dürft ihr auch. Die Frage bei der ganzen Geschichte ist jetzt, wo hört eigentlich die Privatsphäre auf, in der ich exkludieren darf, und wo beginnt die Gesellschaft, in der ich inkludieren muss? Und das ist eine der ganz wichtigen, spannenden, offenen Fragen, die wir gerade im Moment haben, die auch völlig ungeklärt ist, gerade wenn wir auch überlegen, wie sich gerade im Internet die Privatsphäre aufzulösen scheint. Und wir gar nicht mehr so richtig klar trennen können, was ist eigentlich Privatsphäre und was ist gesellschaftlicher Bereich. Geht ja schon los bei einer Mailingliste, von der sich vielleicht jemand ausgeschlossen fühlt, warum auch immer. Nein, ich meine das nicht so, auch wenn du mit den Augen rollst, ganz sicher nicht. Um die Begriffe nochmal einzugrenzen,
Wir haben also einmal die Exklusion, da sind diese bunten Punkte von den roten Punkten ausgeschlossen. Wir können uns jetzt mal ganz nationalistisch diese roten Punkte als das deutsche Volk vorstellen. Und da drumherum sind dann halt irgendwelche Leute, die nicht teilnehmen können. Dann gibt es noch die Separation, das heißt, das ist im Grunde genommen das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, bevor es nach Auschwitz ging. Dann gibt es die Integration, das ist das Wort, das wir gerade offiziell für Migranten verwenden, wenn wir von Integrationspolitik sprechen. Interessanterweise mit diesem kleinen Kreis innerhalb des großen Kreises. Das heißt, sie scheinen doch auf irgendeine Art separiert zu bleiben, wo man sich fragt, warum eigentlich, während die vollständige Inklusion ist, dass alle Punkte da so richtig schön gleichberechtigt, lustig innerhalb dieses Kreises herumschwirren können. Einer der wichtigsten, Themenbereiche der Inklusion ist die Behinderung. Und es gibt diesen schönen Satz: Behindert ist man nicht, behindert wird man. Dieser Satz ist sehr, sehr problematisch, denn ich selber bin zum Beispiel medizinisch gesehen gehörlos, kann dank meiner Implantate trotzdem ordentlich hören und ich habe mich nicht behindert gefühlt in vielerlei Hinsicht davon, dass Mitmenschen mich behindert hätten, sondern tatsächlich, dass ich diesen körperlichen Defekt hatte. Das heißt, meine Selbstwahrnehmung entspricht dem medizinischen Modell zu großen Teilen, wonach ich einen körperlichen Defekt habe und wegen dieses Defektes nicht an allem teilnehmen kann. Wenn wir heute von Inklusion reden, benutzen wir allerdings immer das soziologische Modell. Das soziologische Modell funktioniert so, dass wir im Grunde unsere Kultur, unsere Gesellschaft irgendwie konstruieren und je nachdem, wie sie konstruiert ist, Menschen ausgeschlossen sind. Und wenn Menschen ausgeschlossen sind, haben wir etwas falsch gemacht und müssen irgendetwas besser machen, damit sie in Zukunft nicht mehr ausgeschlossen sind. Da komme ich gleich auch noch mal auf konkretere Beispiele. Man kann nur anhand des Beispiels des Kölner Doms, den ich gerade am Anfang hatte, schon sehen, dass dieser Gedanke leider, und ich sage und meine wirklich leider, schnell an ihre Grenzen stößt. Meiner Meinung nach, da kann man sich sehr, sehr heftig drüber streiten, haben beide Modelle auf ihre Weise recht. Und es gibt kein richtiges oder falsches Modell, sondern es gibt einfach ein Zusammenspiel von beidem. Wenn man das nicht sehen will und sich nur auf das soziologische Modell stützen möchte, ist das meiner Meinung nach ein großes Stück weit Realitätsverweigerung. Wenn man sich andererseits nur auf das medizinische Modell stützen will, dann werden wir den Individuen nicht gerecht. Kommen wir nochmal zum soziologischen Modell. Da wird Behinderung als Unfähigkeit gerne definiert, eine gesellschaftliche Norm zu erfüllen, überwiegend aus körperlichen Gründen. Wenn man das so weit fasst, geht das weit über Behinderte hinaus. Es gibt die verschiedensten Menschen, die aus verschiedensten Gründen irgendwas nicht so können, wie die Gesellschaft es gerne hätte. Und wir alle haben das Problem, dass wir nicht jeglicher Norm genügen können und auch oft nicht wollen. Das führt dann gerne zu diesem Satz, eigentlich sind wir alle immer irgendwie behindert, der allerdings ganz großer Bullshit ist. Denn es geht darum, Teilhabe zu schaffen und jedem Menschen Teilhabe zu ermöglichen und die Gesellschaft konstruiert die Exklusion. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind alle irgendwie behindert, dann heißt das ja nur im Grunde, stell dich nicht so an. Wir haben ja alle so unsere Problemchen. Und das wird dann denjenigen, die ernsthaft unter Exklusion leiden, schlicht und ergreifend nicht gerecht. Ein wesentlich schönerer Satz, um das Ganze zu beschreiben, ist, wir alle sind Ausländer, fast überall. Das zeigt meiner Meinung nach so richtig schön, wie schnell wir eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen exkludiert sind, wo wir das überhaupt nicht wahrnehmen können. Kommen wir zum Punkt,
was für mich persönlich Inklusion eigentlich bedeutet. Und da, das kann man durchaus kontrovers und kritisch sehen, das sehen viele sicherlich anders. Ich betrachte den Menschen insgesamt als ein Kontinuum seiner Talente oder seiner Fähigkeiten. Diese Grafik ist jetzt aus einer anderen Präsentation. Ich habe mich wegen des Cyborgisms und wegen der Selbstmodifikation des Menschen mit diesem Thema beschäftigt. Und ich bin auf den Trichter gekommen, dass es zwei Seiten gibt, von der die Gesellschaft aus Druck auf den Menschen ausübt. Einerseits werden Menschen mit einem Handicap dazu genötigt, sich möglichst weitgehend der Gesellschaft anzupassen, auch wenn sie das nicht wollen. Schönes Stichwort Cochlea-Implantat, ja oder nein, oder lieber zufrieden sein mit Gehörlosigkeit und in der gehörlosen Kultur leben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch bei denjenigen, die irgendeine Form Normen übererfüllen, sehr schnell den Druck aus der Gegenrichtung. Das haben wir bei Neiddebatten aller Art. Das haben wir bei der Selbstmodifikation, wenn es schwierig wird, körperliche Veränderungen an sich selber vornehmen zu wollen. Und beide Richtungen konstruieren eine Norm. Und genau das ist es eigentlich, was ich ablehne. Und genau das ist auch der Grundgedanke von Inklusion, keine Norm haben zu wollen, sondern jedes Individuum frei, entsprechend seiner Wünsche, Fähigkeiten, Talente, irgendwie an dieser Gesellschaft teilnehmen zu können. Das wichtigste Beispiel, da tatsächlich nochmal Gehörlose und das Cochlea-Implantat. Die Gehörlosen-Community ist in Deutschland sehr stark exkludiert. Es hat zu großen Teil auch inhärente Gründe. Ein Gehörloser spricht die Gebärdensprache. Normalhörende tun das in aller Regel nicht. Und sie ist ausgesprochen schwer zu lernen, wenn man nicht regelmäßig Umgang mit Gehörlosen hat. Das heißt, wir haben hier schon eine fast in Anführungsstrichen natürliche Sprachbarriere. Und deswegen spricht man auch bei den Gehörlosen mittlerweile von einer eigenen Kultur, die in sehr starker Hinsicht eine Parallelgesellschaft bildet. Und hinzu kommt dann noch, dass Gehörlose mit unserem Land, unserer Gesellschaft schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Es gibt zum Beispiel den berühmten Mailänder Kongress von 1880, der ungefähr in seinen Resultaten 100 Jahre lang Gültigkeit hatte, wo es darum ging, gehörlose Menschen fit zu machen, in der Gesellschaft der hörenden Menschen mithalten zu können, per Lippenlesen und so weiter. Was dazu geführt hat, dass es zum Beispiel streng verboten war, an den Schulen und im Schulunterricht die Gebärdensprache zu verwenden. Und das muss man sich einmal vorstellen, dass bis in die 80er Jahre hinein gehörlose Menschen in Deutschland schlicht und ergreifend nicht in ihrer Muttersprache unterrichtet wurden, sondern in einer Sprache, die sie gar nicht vollständig verstehen können, schon allein weil Hilfsmittel wie Lippenlesen niemals zu einem hundertprozentigen Verständnis ausreicht. Das stellt man sich immer so einfach vor, dass so ein Gehörloser oder eine Gehörlose da einfach so mal auf den Mund guckt und einfach tralala alles mitkriegt. Das stimmt eben einfach bei weitem nicht. Das ist in den verschiedenen Sprachen sehr unterschiedlich. Durch diese Ausgrenzung, durch die Erfahrungen mit der Pädagogik bis hin zu wirklich harten Sanktionen, Strafen, Prügelstrafen noch bis in die 80er Jahre, dass irgendwie ein Lehrer dem ein Lineal auf die Hand haut, wenn du versucht hast, in der Pause oder im Unterricht zu gebärden, das ist alles noch nicht so weit weg, gibt es ein relativ stark verbreitetes Gefühl von Ablehnung beziehungsweise von sich abgelehnt fühlen von der restlichen Gesellschaft, die nochmal einen stärkeren Druck erzeugt, dass die Gehörlosen eine relativ stark exkludierte Community bilden und es auch so wollen, nachdem sie das alles durchgemacht hat. Also aus ihrer Perspektive finden sie das gut so. Da wird dann das Cochlea-Implantat wieder zum Problem, weil Gehörlose sich als eigene Kultur auffassen und das auch mit einer sehr großen Berechtigung, wenn man sich anguckt, es gibt Poetry Slams in Gebärdensprache, es gibt
ganze Infrastrukturen, die nur für Gehörlose funktionieren, wenn man jetzt Kleinstkindern ein Cochlea-Implantat einpflanzt, werden sie zu Normalhörenden mit sehr, sehr hoher Erfolgsquote. Was dazu führt, dass die Gehörlosen-Community, zumindest in ihren radikaleren Teilen, das Gefühl hat, wir nehmen ihnen den Nachwuchs weg, wir assimilieren sie, und da ist nach gerade von Genozid die Rede. Das sind nicht Wörter, die ich mir ausgedacht habe, sondern die tatsächlich von einigen Wortführern aus verschiedenen gehörlosen Communities international verwendet werden. Das Paradox an dieser Stelle ist, dass erst in dem Moment, wo jemand im Kleinkindesalter so ein Implantat bekommt, die Chance hat, später im Erwachsenenalter beiden Kulturen anzugehören oder sich für eine zu entscheiden und ein Implantat auch wieder zu entfernen. Lässt man das Implantat kurz nach der Geburt weg, bilden sich die Hirnstrukturen nicht raus und die Gehirnentwicklung kommt einfach nicht mehr nachträglich hinterher, wenn man irgendwann in einem späteren Alter versucht, einen Mensch ein Cochlea-Implantat einzupflanzen, wird dieser Mensch einfach nicht mehr so gut damit hören, wie wenn man ein quasi normalhörendes, quasi normalhörende frühkindliche Entwicklung hat. Und das zeigt uns schon mal, dass tatsächlich solche Dinge wie ein Implantat jemandem einzupflanzen sehr wohl eine inkludierende Wirkung haben können, während es ja gleichzeitig ein Assimilationsschritt ist und dort ja ein Individuum im Grunde körperlich verletzt wird, das nicht gefragt werden kann. Man kann nur die Eltern dann für oder gegen eine solche Operation entscheiden. Und Entschuldigung, an dem Punkt merkt man dann schon, wie schwierig diese Fragen zu klären sind. Da gäbe es dann nämlich die Lösungsansätze. Wir verpassen einfach allen Cochlea-Implantate, das wäre die totale Assimilation. Wir verzichten ganz auf Cochlea-Implantate und stecken so richtig viel Geld in Gehörlosenschulen und so weiter. Dann zementieren wir die Exklusion. Wir verzichten auch auf die Gehörlosenschulen und machen eine Regelbeschulung sämtlicher Gehörloser, dann kommen wir schnell an den Punkt individueller Überforderung. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Es gibt immer diese Forderung nach Regelbeschulung für alle, die ist in Teilen kritisch zu sehen. Warum, erkläre ich gleich noch. Es ist also sehr, sehr kompliziert und ich denke, der beste Ansatz ist, mit einem Mix all dieser Dinge zu fahren und versuchen, einzelnen Kulturkreisen, Gruppen, Familien, Individuen möglichst selber die Entscheidung zu überlassen, wie sie damit umgehen wollen. Eine andere Möglichkeit haben wir meiner Meinung nach nicht. Also auch hier wieder ein, es gibt kein richtig oder falsch. Kommen wir jetzt zum anderen interessanten Punkt, Inklusion versus Integration. Ich habe das schon mal zu Beginn angedeutet. Wir wollen quasi in einer multikulturellen Gesellschaft leben, in der Migranten integriert sind. Und der Begriff der Integration erlaubt ja auch dem Individuum, seine kulturelle Identität beizubehalten. Wer zum Beispiel aus der Türkei oder welchem Land auch immer nach Deutschland migriert, soll, Entschuldigung, gerne seiner Religion angehörig bleiben, sich individuell weiterhin so fühlen dürfen wie bisher. Also es soll ja das Individuum nicht irgendwie verbogen werden. Es gibt also bei der Integration tatsächlich ähnlich wie bei der Inklusion keine Norm, an der sich das Individuum anpassen soll, jedenfalls idealerweise. Der Unterschied zwischen Integration und Inklusion ist tatsächlich, dass Inklusion vollständige Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen will. Und wer von Integration redet, will die nicht. Das heißt, Dinge wie Wahlrecht, an bestimmten Dingen teilzunehmen, sind vorenthalten. Also immer dann, wenn von Integration die Rede ist, ist das quasi schon mitgedacht, dass diese Menschen eben nicht vollständige Teilhabe erzielen wollen. Auch wenn sehr, sehr viele Menschen, die das Wort Integration benutzen, das gar nicht meinen. Aber eigentlich müssten wir in sämtlichen Bereichen von Inklusion sprechen, wenn wir sie wollen. Und wann immer
eine Anpassungsleistung gefordert ist, so nach dem Motto, lern doch erstmal unsere Sprache oder das und das ist die deutsche Leitkultur, an die und die Gepflogenheiten hast du dich zu halten, fordert Assimilation. Dessen muss man sich bewusst sein. Es kann in Teilen berechtigt sein, wenn wir gewisse, ich sage mal, gesellschaftliche Errungenschaften erzielen und diese Errungenschaften konterkariert werden. Ich spreche da zum Beispiel von Sexismen in bestimmten Kontexten. Dann wollen wir das natürlich nicht. Aber das dürfen wir dann nicht als Angriff auf die Herkunftskultur von Menschen begreifen, sondern als eine Aufforderung an die Individuen, einen Entwicklungsschritt mitzugehen. Es gibt sehr häufig Kritik an Inklusion. Da sind zum Beispiel die widerstrebenden Bedürfnisse. Wenn man versucht, Inklusionspolitik zu machen, gerade auf kommunaler Ebene, kommt immer Gruppe A an und möchte das eine, und Gruppe B kommt an und möchte das andere. Und hast keine Ahnung, wie du das auflösen willst. Plakatives, berühmtes Beispiel sind Bordsteinkanten. Für Rollstuhlfahrer müssen da abgesenkt sein, damit die da prima rüberrollen können, während Blinde dann den Straßenrand nicht mehr mit dem Stock ertasten können und die gerne hoch hätten. Und da ist nun zum Beispiel die große Frage, wie will man an dieser Stelle vermitteln, wofür will man sich entscheiden, bevorzugt man die eine Gruppe gegenüber der anderen Gruppe? Da zeigt sich auch schon, dass 100%ige Inklusion einfach nicht machbar ist, weil es immer irgendeine Gruppe geben wird, die in irgendeinem Punkt doch nicht zufriedengestellt werden kann. Inklusion wird also immer ein Kompromiss sein. Und da sind wir eigentlich mit dem Denken aus der Netzgemeinde und der Piratenpartei mit dem Begriff der Plattformneutralität recht gut bedient. Wenn wir nämlich unsere öffentlichen Infrastrukturen als Plattformen begreifen, die möglichst neutral allen zur Verfügung stehen müssen und sie so designen, dass sie so neutral wie möglich sind, haben wir besten Chancen, dass möglichst viele Teilgruppen gut daran teilnehmen können. Auch hier läuft es am Ende auf die Frage hinaus, wie gehen wir miteinander um? Das ist ein relativ neuer Begriff, der Konvivialismus. Ist die Frage, wie wollen wir als Menschen zusammenleben, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und es geht also um ein permanentes Aushandeln dessen, was für möglichst viele Teilgruppen immer gerade am besten ist. Was wir jetzt gerade erleben, passt aber nicht in das Schema. Was wir jetzt gerade erleben, nenne ich etwas böse neoliberale Inklusionspolitik. Die Situation in Schulen ist in der Regel die, dass wenn ich beispielsweise ein behindertes Kind habe und ich möchte, dass dieses Kind auf die Regelschule kommt, da die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es kommen so Argumente wie, oh mein Gott, so viele verschiedene Behinderungen, die ist gehörlos, der ist Autist, wie soll ich mich denn als Lehrer um all die kümmern? Da kann ich doch gar nicht drauf eingehen. Das ist ein ziemliches Bullshit-Argument, weil wenn die dann alle auf die Förderschulen kommen, dann sitzen genau die alle auf einem Haufen. Und dann stehen da genauso Pädagogen davor und müssen irgendwie auf alle eingehen. Bei sehr großen Gruppen, da haben wir das zum Teil so, dass sie wirklich eigene Schulen haben, wie zum Beispiel bei gehörlosen Schulen. Aber normalerweise findet man dann an Förderschulen einen Mix aus ich nenne es jetzt im Kontext dessen, was ich gerade hatte, Normabweichungen aller Art. Körperliche Behinderung, geistige Behinderung, psychische Auffälligkeiten. Das heißt, wir verschlimmern es eigentlich für diejenigen, die ganz besonders unsere Hilfe bräuchten, wenn wir sie alle in einen separaten Bereich abschieben. Was wir jetzt gerade erleben, ist, dass es heißt, ja, wir wollen aber nicht mehr Kinder in separate Schulen stecken. Sie sollen in der Regelschule mitschwimmen, mitbetreut werden, weil das ist ja Inklusion und Inklusion ist ja toll. Wenn wir aber gleichzeitig nicht die Kapazitäten an den Regelschulen schaffen, dann müssen nämlich klassenbegleitend an den Regelschulen Sozialarbeiter dabei sein oder
Ärzte oder Psychologen oder was immer dann da im Detail gebraucht wird, dann brauchen wir kleinere Lerngruppen, dann brauchen wir ein Kurssystem, wo Menschen mit bestimmten Talenten und mit bestimmten Einschränkungen an den und den Fächern teilnehmen und an anderen Fächern nicht und stattdessen gerade was anderes machen, damit die Rollstuhlfahrerin nicht dumm daneben sitzt, während die anderen Baseball spielen oder symbolisch spielst du jetzt mit, aber rollst am Rande ein bisschen durch die Gegend. Das kommt mir auch entwürdigend vor. Sitzt am Rande, macht Hausaufgaben. Ja, das wäre so ein lauer Kompromiss, kann man halt machen. Das heißt, wir müssen unsere Schulen so richtig komplett renovieren. Das bezieht sich tatsächlich auf das gesamte Schulsystem. Und so wie wir es jetzt haben, wie es jetzt in Deutschland funktioniert, ist es schlicht und ergreifend nicht machbar. Auch hier sehen wir so ein bisschen das Kölner Domprinzip. Wir können nicht 100%ig alle Menschen immer inkludieren. Ein Beispiel: Ein Freund von mir arbeitet in einer betreuten Wohngruppe und arbeitet dort mit geistig behinderten Menschen, die er den Tag über so betreut. Und da sind die unterschiedlichsten Individuen mit den unterschiedlichsten Eigenheiten dabei. Die gehen gerne mal vor die Tür in irgendeinen Laden und nehmen da was mit, ohne zu bezahlen und verstehen auch nicht, was sie da machen oder denken an nichts Böses oder finden das auch toll zu klauen, aber man kann es ihnen nicht abgewöhnen, was auch immer. Wenn man jetzt das im Rahmen der Einrichtung so ein bisschen dörflich hat und der Kaufmann im Dorf weiß Bescheid und kann das klären, das ist eine ganz andere Kiste, als wenn so jemand, ich sage mal, in Berlin-Mitte lebt und da sind 25 Spätis drumrum und die rennen dann da in die Spätis rein, das gibt halt Aufruhr. Es zeigt also deutlich, dass man Schutzräume schaffen muss und ein Schutzraum bedeutet immer auch ein kleines Stück weit separieren, bedeutet immer auch ein kleines Stück weit exkludieren. Es muss nur so viele Möglichkeiten wie möglich geben, Schutzräume verlassen zu können. Am Ende lande ich da auch wieder beim Prinzip der Plattformneutralität. Es muss verschiedene Möglichkeiten des Zuganges geben. Es muss die Schutzräume geben. Es muss die betreuten Wohngruppen geben, die ein bisschen ländlich sind, die aber hoffentlich nicht so stark vor uns versteckt werden. Es sollte aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit geben, so integriert oder inkludiert in die Gesellschaft leben zu können, wie nur möglich. Und in welchem Grade man das tut, kann wieder nur eine individuelle Entscheidung sein. Kommen wir zum Begriff der Exklusion. Exklusion erleben wir in ganz, ganz vielfältigen Zusammenhängen in unserer Gesellschaft, zum Beispiel im dreigliedrigen Schulsystem, wo also nicht nur behinderte Menschen exkludiert werden, sondern wo Menschen anhand ihrer Leistung exkludiert werden. Was ich persönlich für sehr absurd halte, schon nach der 4. Klasse vorhersagen zu wollen, ob jemand später mal Abi macht oder nicht. Wir haben aber auch zum Beispiel im Rahmen der katholischen Kirche den Zölibat, der eben Frauen von Ämtern dort exkludiert. Wir haben Exklusion beim Wahlrecht. Das betrifft Migranten, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Es betrifft Menschen unter 18 Jahren, wobei man da auch sehr gut argumentieren könnte, warum sollen die jetzt nicht wählen dürfen. Es betrifft aber beispielsweise auch Menschen, die aufgrund der Unfähigkeit, mit ihrem Alltag klarzukommen, unter Betreuung gestellt sind, gerichtlich, und deswegen einen Betreuer haben, der ihre Belange für sie regelt, verliert automatisch das Wahlrecht. Und nur weil ich vielleicht nicht in der Lage bin, mein Konto irgendwie immer fit zu halten oder Briefe richtig zu beantworten, habe ich vielleicht trotzdem eine Vorstellung davon, welche Partei ich nächstes Mal bei der nächsten Wahl gerne wählen wollen würde. Gibt es starke inhärente Widersprüche. Es gibt aber auch den Türsteher vorm Club. Guckt er auf die Nase und entscheidet, ich lasse dich jetzt rein oder ich lasse dich nicht rein. Gute Frage. Ist das jetzt schon der Privatbereich? Rein rechtlich ist das so, ne? Das ist, ich habe mein Hausrecht, ich bin der Wirt, ich entscheide, wen ich reinlasse. Gesellschaftlich gesehen ziemlich problematische Angelegenheit. Ganz anderer Bereich, Chefetagen.
die berühmte gläserne Decke beim Versuch, Karriere zu machen. Ewiges Thema im feministischen Kontext. Es gibt ein gewisses Verhaltensschema, ein sehr männliches Verhaltensschema. Es gibt eine gewisse Form von Stallgeruch, die muss man entsprechen. Und wenn man das nicht tut, hat man keine Chance auf Karriere oberhalb bestimmter Level. All das sind Beispiele, die zeigen, wie exkludierend unsere Gesellschaft nach wie vor funktioniert. Und das hat einen Grund, nämlich das System, in dem wir leben. Es gibt den Begriff der Exklusion nämlich auch in der Betriebswirtschaftslehre. Da wird unterschieden zwischen öffentlichen Gütern, Allmendegütern, privaten und Clubgütern. Und wenn man sich das anguckt, ein Beispiel für ein öffentliches Gut ist ein Deich. Niemand kann davon ausgeschlossen werden, diesen Deich mitzubenutzen, weil der steht halt da. Wenn es aber eine technische Möglichkeit gäbe, das zu tun, würden natürlich Leute auf die Idee kommen, das auch zu machen, weil könnte man ja Profit mitmachen. Wir sehen das sehr stark gerade im Urheberrecht, wo versucht wird, geistiges Wissen zu verknappen, um Menschen von der Nutzung dieses Wissens auszuschließen, damit diese dann anschließend dafür bezahlen, dass sie es nutzen dürfen. Und da kommen wir tatsächlich auf den Punkt, es ist der Kapitalismus, der daran interessiert ist, zu exklusieren, der daran interessiert ist, Räume zu schaffen, zu denen wir keinen Zugang haben, es sei denn, wir bezahlen dafür. Das Einziehen künstlicher Schranken, Urheberrecht habe ich schon erwähnt, aber auch der Konkurrenzgedanke im Schulsystem, das Aufdröseln im dreigliedrigen Schulsystem, das Vorfertigen für bestimmte Karrieren und auch kapitalistische Märkte basieren auf Exklusivität. Ich habe dieses Eigentum, das hast du nicht, das gehört mir exklusiv. Bei materiellem Eigentum sehen wir das Ganze noch relativ weitgehend ein, obwohl das auch schon sehr stark kritisiert wird aus bestimmten Richtungen. Spätestens bei so Punkten wie geistigem Eigentum stößt das ganze Konzept aber schon an seine Grenzen. Was wir im Arbeitsmarkt haben, ist auch ein Wettbewerb, der exkludierend ist, nämlich ein Wettbewerb um Normerfüllung. Wenn ich Karriere machen will, muss ich eine Norm erfüllen. Ich muss Abi machen mit dem und dem Schnitt. Ich sollte so und so gekleidet zur Arbeit erscheinen. Chrononormativität ist wichtig. Also ich kann nicht einfach sagen, ja klar, ich starte gerne motiviert in den Tag, aber halt nicht morgens. Derlei geht halt nicht und derlei wirkt halt exkludierend. Und das hängt sehr, sehr eng damit zusammen, wie auf wirtschaftliche Weise unsere Gesellschaft und unsere Ökonomie organisiert ist. Gibt es da natürlich Lockerungen, die dienen allerdings auch dazu, quasi noch mehr Bereiche ausbeutbar zu machen. Wenn ich jetzt ganz genau weiß, aha, dieser tolle Experte da, der arbeitet halt nicht für mich, wenn er morgens um 7 oder 8 im Büro sein muss, dann gebe ich dem halt die Freiheit. Aber haben wir diese Freiheit, wie was weiß ich, bei Amazon im Versandzentrum arbeiten oder so? Also solche Freiheiten werden in der Regel nur privilegierten Arbeitnehmern gewährt, die hochqualifiziert sind und wo man sich eine erhöhte Ausbeute ihrer Arbeitskraft verspricht, wenn man ihnen diese Freiheiten lässt. Hier hätten wir allerlei politische Ansätze, wie man dem entgegenwirken könnte, wie zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, genossenschaftliche Modelle, Syndikate, Subsistenzwirtschaft, all diese Dinge zusammengenommen würden auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene dazu führen, dass es uns leichter wird, Inklusion zu schaffen, weil sie dann systemisch inhärent ist. Kommen wir jetzt noch auf einen ganz anderen Punkt, den ich immer sehr gerne noch halte, ist Sport. Sport heftet sich immer gerne das Label an, eine große Inklusionsmaschine zu sein.
ist es allerdings nur sehr bedingt. Das stimmt im Breitensport und im Behindertensport natürlich, aber es gibt eben auch den Spitzensport und den Leistungssport. Und gerade der ist besonders öffentlich wirksam. Und da geht es um Vergleich und Messbarkeit. Da geht es um eine Konkurrenzsituation, da geht es um Leistungsmessung. Und sobald ich dort einer bestimmten Norm nicht genügen kann, diese Leistung nicht erbringen kann, falle ich dort durchs Raster. Man mag das für ein Spiel, das eine Wette ist, wer kann jetzt am schnellsten, am weitesten laufen, ungefährlich zu sein. Wenn man sich aber überlegt, welche Wirkung auch sportliche Vorbilder an der Gesellschaft haben, halte ich das Ganze doch teilweise für bedenklich. Und wir sind gerade in der schönen Situation, dass es mittlerweile Prothesen gibt, die dazu führen, dass Menschen in bestimmten Sportarten übertalentiert sind. Schönes Beispiel ist Oscar Pistorius, wo man sich jetzt streitet, reichen diese Blades, mit denen er läuft, weil er seine Beine amputiert hat, reichen die gerade so aus, um einfach nur genauso gut wie die anderen Sportler zu sein, also quasi die Normerfüllung, oder ist es schon eine unlautere Überschreitung der Norm? Daran, dass wir das an dieser Stelle erleben, wie das aufbricht, zeigt sich im Grunde die Fragwürdigkeit des ganzen Konzeptes und zeigt sich, wie sehr auch Sport kulturell vom Normmenschen ausgeht. Ja, ich komme zu einer Art Fazit. Inklusion widerspricht unserem Schulsystem ideologisch, wie wir es gerade haben, auch wenn alle immer davon reden, inklusiv zu beschulen. Solange wir ein mehrgliedriges Schulsystem haben, ist es fast absurd, an anderen Punkten von Inklusion reden zu wollen. Eine wunderschöne Ungerechtigkeit ist, irgendwo hat sich neulich jemand das Recht erstritten, ein Kind mit Down-Syndrom aufs Gymnasium zu schicken. Und wir wissen nicht, wie weit dieses Kind mit Down-Syndrom an diesem Gymnasium eines Tages mal kommen wird und ob es Abitur machen wird. Eine gewisse kleine Chance besteht. Es gibt ja mittlerweile auch in Spanien einen Akademiker, der Down-Syndrom hat und selber Lehrer geworden ist. Aber es gibt auch verschiedene schwere Fälle und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind das Abitur schafft, ist sehr gering. Es ist eigentlich eine sehr große Ungerechtigkeit gegenüber all denjenigen, die nach der 4. Klasse aussortiert wurden, die auf die Realschule mussten, die auf die Hauptschule mussten und nicht auf das Gymnasium durfte. Und dann, an dem Punkt sieht man einfach, wie absurd unser System funktioniert, wenn wir einerseits sortieren wollen und andererseits inkludieren wollen. Das ist die Quadratur des Kreises, die nicht Auflöslichkeit ist. Inklusion widerspricht der Migrationspolitik ganz entschieden. Wir reden ja auch von Integration und nicht von Inklusion, wie ich das schon gesagt hatte. Migranten sollen nicht komplett inkludiert werden, sondern werden explizit von bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Wahlrecht, ausgenommen. Inklusion widerspricht der Wirtschaftspolitik, wie ich gerade schon dargelegt habe. Und ist ein Fremdkörper im Kapitalismus. Dann komme ich dann eigentlich auf diesen Punkt. Solange sich Schulsystem, Migrationspolitik, Wirtschaftspolitik und Gesellschaft nicht ändern, ist echte Inklusion politisch nicht gewollt. Also allen Menschen, die auf Sonntagsreden behaupten, ich will Inklusion, aber gleichzeitig das gleitrige Schulsystem wollen, sagen, Kapitalismus ist toll und so weiter und so weiter, denen kann ich das nicht abkaufen. Die Frage ist, ob sie es selber glauben. Wahrscheinlich ja, weil sie sich darüber keine Gedanken gemacht haben. Kleines Fazit. Wie kommen wir denn raus aus der ganzen Geschichte? Was wir brauchen, ist die Überwindung der Norm zugunsten der Vielfalt. Was wir brauchen, ist individuelle Entscheidungsfreiheit, welche Normen wir erfüllen möchten und welche nicht. Und die muss mit so wenig Sanktionen wie möglich einhergehen. Komplett alle Sanktionen abzuschaffen, dürfte schwierig sein, aber man kann sie halt Stück für Stück immer weiter zurückfahren. Was wir aber auch brauchen, ist die explizite Schaffung von Lebensnischen. Wenn Leute Entscheidungen treffen wie, ich möchte kein
Cochlea-Implantat. Ich sehe mich als Gehörloser, gehöre der gehörlosen Kultur an und möchte in Gebärdensprache kommunizieren, dann muss diese Nische, auch wenn sie exkludierend ist, bleiben, weil das Individuum das so will. Wir exkludieren uns ja auch von bestimmten Bereichen, die uns aus welchen Gründen auch immer nicht gefallen, und uns interessiert auch nicht, wenn andere das doof oder albern finden, dass wir uns von bestimmten Teilen fernhalten möchten. Gut, den Konvivialismus will ich jetzt an dieser Stelle nicht allzu genau erklären. Bin da eigentlich schon mit durch. Das heißt, danke für eure Aufmerksamkeit und willkommen zu den Fragen. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob doch noch von den Leuten, die nachträglich in den Raum reingekommen sind, sich irgendwelche so weit mit Inklusion beschäftigt haben, dass sie mich jetzt in der Luft zerfetzen für einen Teil meiner Thesen. Und haben wir noch ein zweites Mikro für Fragen, oder? Es ist halt kabelgebunden. Ja, ja. Ja, danke Enno erstmal. Genau. Hat ihm wer denn jetzt Fragen bisher? Aus. Ja, danke nochmal. Und meine Frage wäre, also du hast ja verschiedene Formen auch von Diskriminierung und wo irgendwie Inklusion und Integration, zum Beispiel das Beispiel mit Migration und Behinderung genannt, aber du hast es so relativ, also mir hat halt der Begriff der Intersektionalität gefehlt. Ich weiß nicht, siehst du das auch als Werkzeug, um diese ganzen verschiedenen Formen von Diskriminierung nochmal weiter aufzudröseln und zu gucken, was sind die, wie kann man das weiter, was gibt es da für Lösungsmöglichkeiten? Das war keine Frage, das war ein Vorwurf, aber du hast recht, ich hätte da an verschiedenen Punkten Dinge weiter aufdröseln können. Wie man schon gemerkt hat, habe ich einen Rundumschlag gemacht. Man kann ungefähr alle gesellschaftlichen Diskurse, die wir gerade haben, wenn es um Beschulung geht, wenn es um Feminismus geht oder Sexismus, wenn es um Migranten geht, stoßen wir eigentlich immer auf die gleichen Fragen. Und meiner Meinung nach liegen ihnen weitgehend immer gleiche Mechanismen zugrunde. Das ist das, was ich mit dem Vortrag eigentlich zeigen wollte. Also ich hoffe, ich spreche nicht was an, was du schon am Anfang im Vortrag durchdiskutiert hast, weil ich ja zu spät gekommen bin. Mich würde interessieren, wie weit denkst du, müsste ich sozusagen mit einer Inklusionsleistung gehen, um glaubwürdig zu sein, dass ich Inklusion will und ermöglichen will. Also zum Beispiel, ich hatte die Situation in einem Kreisverband, war die Überlegungen, eine Podiumsdiskussion zu veranstalten und dazu eine Gehörlose einzuladen. Und da hätten wir halt eine Gebärdensprachdolmetscherin bezahlen müssen, was wir mit Ach und Krach möglicherweise hingekriegt hätten. Aber das ist für einen ganzen Tag bei anständiger Bezahlung doch sehr, sehr teuer und hätte dann das KV-Budget nachhaltig belastet. Und da konnte ich für mich jetzt nicht auflösen, ist es okay, sie nicht einzuladen? Oder ist es okay, oder sollten wir uns jetzt dem stellen und sagen, ja, wir als Kreisverband einer kleinen Partei müssen das leisten, weil wir Inklusion wollen? Ja, danke für die Frage. Ich habe das am Anfang schon mal gehabt mit der Metapher des Kölner Doms. Das hat jetzt keinen religiösen Grund, sondern den werden wir nie rollstuhlgerecht ausbauen, jedenfalls nicht, wenn man oben in die Turmspitze rein will. Ist nicht machbar, geht nicht. Kann man machen, was man will, ist einfach nicht
realistisch, das zu tun. Gerade bei solchen Fragen wie, wie reagiert jetzt so ein kleiner Kreisverband, der kein Geld hat? Wenn es nicht geht, geht es nicht. Dann, man kann einerseits die politische Forderung zum Beispiel an den Staat stellen. Lieber Staat, wir wollen Inklusion, stelle bitte die Mittel bereit. Man kann versuchen, selber nach bestem Vermögen Inklusion irgendwie ja, herzustellen. Aber wir sind halt nicht der Staat und wir haben keine unbegrenzten Mittel. Okay, die hat der Staat auch nicht. Wir müssen also genauso abwägen, was können wir im Einzelnen leisten und was nicht. Und ich weiß selber, wie schwer das ist, eine Gebärdensprache-Dolmetscher aufzutreiben und auch wie teuer das ist. Und vom Kontext wie der Piratenpartei ist es tatsächlich ab einem großen Landesverband auf dem Landesparteitag bzw. Bundesparteitag kostenmäßig überhaupt angemessen, das zu tun, was extrem schade ist. Eine Möglichkeit wäre zu gucken, ob man auf ehrenamtliche Kräfte zurückgreifen kann und möchte, was auch wieder nicht okay ist, weil ja nun mal Leute ihr Geld und ihr Lebensunterhalt damit verdienen, als Gebärdensprache-Dolmetscher zu arbeiten und es auch wieder nicht fair ist, von denen halt Arbeit für lau zu verlangen. Was ich so 2012 mal gerne gemacht hätte, das ist dann aber aus Zeitgründen auf der Strecke geblieben, ist mal mit so einem ganzen Rudel Piraten in so einen Gebärdensprachenkurs zu rennen, denn da schlägt man sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe, weil wenn man aus diesem Kurs rauskommt, vergisst man alles unheimlich schnell wieder, weil Gebärdensprache wirklich schwer ist zu erlernen. Und wenn man dann gleich so eine Peer Group um sich rum hat, die das auch gerade alle lernen und üben, dann übt sich das viel besser ein und fängt an, so richtig Spaß zu machen. Und ich hatte dann so die Vision, ich habe gesehen, wie Leute so orgamäßig auf Parteitagen rumgerannt sind und versucht haben, diese ganze Sache da am Laufen zu halten. Habe gedacht, wie geil würde das funktionieren, wenn dieses Orga-Team da jetzt Gebärdensprache könnte. Die könnten noch viel besser mal eben geräuschlos am Rande kommunikativ irgendwelche Dinge klären. Und da hätte man dann plötzlich auch dann die Dolmetscher. Das ist so ein Denken out of the box, wie es funktionieren könnte, wenn hinreichend viele Menschen Bock haben. Okay, da ich keine Fragen mehr kenne, sehe, nochmal danke. Und in wenigen Minuten beginnt uns das Abendessen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war mein B-Thema. Mein A-Thema kommt morgen um 14 Uhr in Raum 1 und ich wünsche euch guten Appetit.